Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning, in der Hoffnung, dass wir hier unsere Nebenquests weiter lösen können. Und ich glaube, ich sollte mit ihm mal auch nochmal reden hier. Nag, Finder. Hört auf, mich anzustarren. Ich mache nichts Merkwürdiges. Ihr seid hier der Fremdling. Erzählt mir von den Tuatha. Nag, Finder. Die Tuatha? Seid ihr wahnsinnig? Das Einzige, was ich über die Tuatha weiß, ist, dass sie meine Vettern getötet und meine Kornkammer niedergebrannt haben. Aha, ihr spioniert Freunde aus. Wie bitte? Ah. Ihr seid doch verrückt. Wie könnt ihr es wagen, mich einen Spion zu nennen? Auf Wiedersehen. Selber wiedersehen. Das war Nag Finder. Der hat auch nicht so lange gelebt. Hier haben wir einen Allmein-Flüchtling und jetzt geht's weiter zu dem nächsten, den ich killen darf, der auf der Ebene ist. Da bleibe ich mal besser. Ich glaube, da kommen wir am schnellsten hin, wenn ich jetzt hier einfach mal runterrenne. Lalalala, rennen. Na. Keiner merkt es. Bestimmt springen gleich wieder irgendwelche Tiere aus dem Boden raus, gegen die ich kämpfen darf, weil es wäre sonst viel zu langweilig. Na. War klar. Tada! Ja, ganz toll. Ich ignoriere die Kiste mal ausnahmsweise. Ich will nämlich echt mal vorankommen. Und toll. Wer kommt denn da auf mich zugestapft? Ein Freund. Ich dachte, jetzt kommt er direkt auf mich zu. Na super. Na gut. Und der will genau dahin, wo wir auch hin wollen, ne? Ja. Macht er jetzt eine Runde? Okay. Na gut, gehe ich mal zu der Kiste zwischendurch, ne? Beim Schleichen nochmal eben hier. Trüb und trüb. Das andere ignoriere ich mal. Ja, dann lauf mal. Dann lauf mal. Hier, der nächste. Wo bist du? Hier um die Ecke? Komme ich nicht hin. Wo? Bin ich schon dran vorbei? Hä? Ach, ist der unten? Nee. Was ist? Froma, Tonwald. Was wollt ihr? Nähert ihr euch immer irgendwelchen Fremden in der Wildnis? Das ist eindeutig eine schlechte Angewohnheit. Oder auch Raffinesse. Dafür kriege ich sogar Fertigkeitspunkte. Erzählt mir von den Tuatha. Was für eine Frage ist das denn? Ihr wollt etwas über die Tuatha wissen? Dann geht zurück nach Tyvilli. Seht euch die Feuer an, die niemals erlöschen. Dort findet ihr eure Antworten. Ihr verratet eure Leute. Was hätte ich denn tun sollen? Die Tuatha werden weit über Tyvilli hinaus Angst und Schrecken verbreiten. Bis tief nach Dalentat hinein, wenn sie können. Ich habe es nur wegen des Geldes getan, aber das wird nie wieder vorkommen. Ich gebe euch mein Wort. Ich bitte euch, verschont mich. Flüchtlinge. Bevor die Tuatha kamen, haben nur wenige von uns je miteinander gesprochen. Aber in der Tragödie werden eben auch grundverschiedene Seelen zusammengeführt. Auf bald. Da habe ich sie verschont. Weil ich sie überzeugen konnte. Na, wenigstens eine. Wenigstens eine. Und er schleicht da unten immer noch rum. Kann ich jetzt nicht einen schnelleren Weg nehmen? Das wäre super. So, bitte hier sofort hin. Denn wir haben auch noch mehr zu tun. Guten Tag. Verdammte Flüchtlinge. Ja. So eine Scheiße hier in Amalur. Es war ein langer Weg für euch, meine Liebe. An euch klebt der Staub eines perfekt erledigten Auftrages. Ich danke euch. Die Menschen von der Tyvilli-Küste danken euch. Ich habe an den östlichen Ufern gewaltige Grausamkeit gesehen. Möge sie dort bleiben, wo das Blut die Stiefel der Gefallenen tränkt. Wir alle tun unsere Schuldigkeit. Ihr habt die eure getan. Ja, gern geschehen. Bleibt wachsam. Bis dann. Nächster Quest. Endlich wieder mal einer geschafft.
Hier. Was wollen wir denn mal machen? Irgendwas Älteres möchte ich gerne machen. Glocke, Buchenkerze. Glocke der Feierlichkeit finden. Das klingt doch auch gut. Ein verfluchter Yol-Yazar namens Feiti hat mich gebeten, ihm beim Ritual zu helfen, dass seine toten Ahnen bannen soll, die ihn verfolgen. Um mit dem Ritual zu beginnen, muss Feiti zunächst die Glocke der Feierlichkeit erklingen lassen. Ich für meinen Teil soll ihm helfen, die in Dolve Vale versteckte Glocke zu finden. Oh ja, dazu muss ich was sagen. Den Quest hatte ich damals auch so angenommen. Und dann ist er hier damals hingerannt, hier in dieses Gebäude. Deswegen ist es natürlich dieses Dolve Vale, das ist schon eingezeichnet in der Karte, da bin ich auch wieder zufällig drauf gestoßen, wollte gerade was anderes machen und dann ist er schon vorgelaufen und ist schon rein und ich denke, naja, ich mach mal mein Ding weiter und ich hoffe, ich treffe ihn da jetzt auch wieder an. Nicht, dass der Gute da in Wirklichkeit jetzt seit Tagen wartet, quasi, auf mich. Aber naja, gehen wir mal hier rein. Bin ja mal gespannt, was jetzt hier kommt. Also der hat, wie gesagt, irgendwie so einen Fluch. Und den will er halt loswerden. Und seine ganze Familie hat den Fluch. Genau. Und wir sollen ihm jetzt folgen. Und deswegen ist er jetzt auch schon hier drinne gewesen. Aber ich sollte ihm das letzte Mal schon folgen. So, dann mache ich das diesmal auch mal wirklich. Das ist sie. Die Glocke der Feierlichkeit. Dem Ritual zufolge muss ich die magischen Worte sprechen, um sie erklingen zu lassen. Und meine Absicht verkünden, die Familie Sky zu führen. Wohin soll ich sie führen? In die Schlacht. Ich meine zum Frieden. Ja, das meinte ich. Zu ewigem Frieden führen. Kein Mucks. Ach, ich finde das ganz cool, eigentlich immer mal auch mit Leuten zusammenzuarbeiten. Mal in Ruhe hier. Sehr schön. Und? Es ist vollbracht. Wenn die Knochen meiner Ahnen nicht wussten, dass wir hier sind, wissen sie es jetzt. Und jetzt auf zur Bibliothek. Dort muss der Skyte-Kodex sein. Sputen wir uns. Warte. Ich will nochmal eben. Okay, gut. Ich komme ja schon. Ich darf nicht mal gucken, was die hier an Sachen fallen lassen. Einen Moment. Hinter dieser Tür ist etwas. Spürt ihr es nicht? Doch. Es ist, wie ich befürchtet habe. Der Schreiber ist doch hier. Ich kann diesen Raum nicht betreten. Nicht, solange er dort ist. Oh, was ist der Schreiber? Im Leben band er die Namen meiner Ahnen an den Skyte-Kodex, was ihn zum Hüter der Namen unserer Linie machte. Er bekämpfte den Fluch der Familie, versuchte, unsere Namen zu schützen. Doch seine Schlacht war verloren und er wurde zum Schlimmsten von allen. Der Schreiber ist mächtig. Ich will ihm nicht gegenübertreten, auch wenn er nur aus Knochen und Magie besteht. Bitte, tötet ihn schnell. Kein Mucks. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Was haben wir hier? Plündern, Schreibtisch. Haben wir eine Todesnachricht gefunden? Ist ja interessant. Irgendwelche Rechnungen? Das ist nicht so wichtig. Meine Pfeile tun dem ja nicht so viel an, irgendwie. Doch, ein bisschen sogar. Der wehrt sich nicht wirklich. Ja.
Ja, den kriegen wir klein. Das war's. Mit dem Schriftgelehrten. So, war ja klar. Moment, muss ich irgendwas mal loswerden? Zum Beispiel könnte ich hier so eine Blutdingsrüstung oder Kriegerstärke oder einen Krafttrank. Das klingt doch toll. Genau, so, jetzt habe ich den Superkodex. Er kommt auch schon. Pass auf. Habt ihr... Nun, da der Schreiber tot ist, bin ich hier in Sicherheit. Allerdings hatte ich die Bibliothek in besserem Zustand erwartet. Nun, das geschieht wohl mit einer Bibliothek, wenn sie ein paar Jahrhunderte vernachlässigt wird. Ah, aber hier ist der Kodex. Sputen wir uns. Jawohl. Also ich bin ein bisschen schneller als du, Gott sei Dank. Soll mir aber recht sein. Soll mir recht sein. War's das jetzt? Seid vor... Fertig! Ich habe meinen Namen dem Skyte-Kodex hinzugefügt. Freut mich. Nein, getilgt. Getilgt, sagte ich. Und jetzt schnell. Wir müssen meine Geburtskarte finden und das Ritual abschließen. Was stimmt hier eigentlich immer nicht, dass ich ihn überzeugen soll? Wo finde ich die Kerze? Die Skytes, die unter dem Fluch litten, waren begierig darauf, die Iren zu verfolgen. Es gibt deshalb einen Kerzensaal. Eine Kerze für jede Geburt, eine gelöschte Kerze nach jedem Tod. Diese Kerzen sind in der Nähe des Grabs meiner Linie, wo die Knochen sich zuerst erhoben. Es ist nicht mehr weit. Ach, irgendwas stimmt doch nicht. Kein Mucks. Irgendwas stimmt doch nicht. So, ich werde jetzt nochmal hier in die Schreibtischscheibe gehen. Er kann ja gerne... Die Rechnung wollte ich gar nicht. Er kann ja gerne schon mal weiterrennen. Hier in den Schreibtisch nochmal. Nee, gut, dann habe ich ja alles. Und dann nochmal hier an den ran. Genau, der hat was fallen lassen. Was denn? Das Abenteuer 6. Aber wenn wir schon mal hier sind, ich werde jetzt nicht nochmal ein andermal hierher kommen. Nehme ich eben hier nochmal so einen coolen Trank. Pass auf hier. Da nehme ich auf jeden Fall noch einen. Und ja, komm. Ja, immer weg damit. Ach, das geht gar nicht. Warum denn nicht? Ich habe aber nichts im Plunderkram. Das ist doch doof. Ach, das ist doch doof. Ja, dann muss das Abenteuer warten hier, das Buch. Blöd gelaufen. Schade. Bin mir unsicher bei ihm. Ich muss meine Kerze unter all diesen Kerzen finden. Wir sind fast am Ziel. Kein Mucks. Mach ich nicht, aber warum muss ich dich immer überzeugen? Sie ist nicht mehr hier. Meine Geburtskerze wurde aus ihrem Nein. Halter genommen. Also, wo ist sie? Sie wurde gestohlen, damit ich das Ritual nicht abschließen kann. Wenn ich die Flamme der Kerze nicht löschen kann, habe ich nur wenig Zeit, ehe die Monster mich erreichen. Der Erste muss sie gestohlen haben. Er ist der Stammvater. Er ist nicht wie die anderen, denn er ist nie wirklich gestorben. Ja, der Hunger verzehrt seine Seele, doch sein Körper lebt noch. Sein Grab ist nicht weit weg. Bitte, Kriegerin, ich muss den Fluch brechen. Helft mir, die Kerze zu finden. Was ich nicht alles für den machen soll, wo finde ich den Ersten? In der Nähe des Kerzenraums ist das Familiengrab. Die Ruhestätte des Ersten. Und wer bist du nochmal? Ich will nicht mehr über mich reden als nötig. Nicht solange der Fluch offen lastet. Da ist der Haken irgendwie. Da ist doch der Haken. Die Familie Aster stellte einst die mächtigen Herrscher über dieses Land. Die Blutlinie endete, als ein Krieg zwischen den beiden Aster-Brüdern ausbrach. Ohne Herrscher ist Talarane zu dem verkommen, was es heute ist. Die Skytes waren einst reich und mächtig. Doch vor vielen Generationen wollte ein Skyte noch mehr.
Und so bot eine Feie ihm große Macht im Tausch gegen die Seelen seiner Familie an. Erst später offenbarte die Feie ihm, dass der Pakt auch die Seelen vergangener und zukünftiger Generationen beträfe. So ward der Fluch geboren. Der Name jenes Skites ist verloren. Deshalb nenne ich ihn den Ersten. Was meine Ahnen angeht, der Fluch beseelt ihre Knochen und schürt ihren Hunger. Ihren Hunger nach meinem Leben. Vielleicht ist er selber ja der Erste. Sputen wir uns. Könnte ja auch sein. Er sagt, er will den Namen nicht nennen. Vielleicht ist das selber. Egal, aber dann verstehe ich trotzdem, dass er den Fluch nicht mehr haben will. Er ist es. Oha, wer denn? Ha, ihr müsst eine Närrin sein. Okay, doch nicht. Feit hier wegen einer Lügengeschichte über einen Familienfluch zu folgen. Ihr meint, es gibt gar keinen Fluch? Nur Feitirs Ahnen sind mit einem Fluch belegt, nicht Feitir selbst. Überdies wird er nicht von uns gejagt. Sein Ritual dient nicht dazu, uns von diesem Fluch zu befreien. Er will nur die Kontrolle über seine Ahnen, um sie als seine persönliche Armee zu missbrauchen. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr Feitir selbst fragen. Aber wenn er ihn mir ausliefert, kann ich meine Familie von diesem Fluch befreien. Lasst mich mal mit Feitir reden, aber ich glaube echt, dass er recht hat. Wenn es sein muss. Lass mich mal mit ihm reden hier, das geht ja gar nicht. Hast mich verarscht hier? Es ist wahr. Auf mir lastet kein Fluch. Nur auf meinen Ahnen. Dieses Ritual wird eine Armee ausheben, die mir gehorcht. Pah, was habt ihr mit dieser Armee vor? Einer meiner Ahnen hat vor langer Zeit die Truppen der Aster befehligt. Es ist die Pflicht meiner Familie, Talarane zu beschützen. Aber alleine kann ich das nicht. Mit einer Armee von Ahnen unter meinem Kommando kann ich Talarane allerdings beschützen. Bringen wir euer Ritual zu Ende. Ich muss kurz nachdenken. Kein Mucks. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Bitte, helft meiner Familie, den Frieden zu finden, den sie schon so lange sucht. Ihr müsst mir nur Feitir ausliefern. Ja, toll. Wollen beide irgendwie ihren Familien helfen? Können wir nochmal... Achso, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr nochmal mit ihm reden. Hört nicht auf den Ersten. Ihr müsst mir helfen, das Ritual abzuschließen, damit ich Talarane beschützen kann. Kein Mucks. Nee, ich liefere dem jetzt den aus, auch wenn das scheiße ist. Bitte, helft egal, was man Familie. Macht. Ihr müsst mir nur Feitir ausliefern. Feitir wird nicht einfach aufgeben. Ich brauche eure Hilfe. Oh, jetzt soll ich ihn töten? Scheiße. Naja, der hat mich ja auch verarscht. Mit meinem Verbündeten reden. Mal eben die Seiten gewechselt, ist auch scheiße. Danke, dass ihr meine Ahnen und mich von dem Fluch befreit habt. Endlich können wir in Frieden ruhen. Als Dank für eure Weisheit biete ich euch das Wenige, das ich besitze. Die Skites haben im Leben Reichtümer angehäuft, die nun nutzlos für uns sind. Unsere Gaben für euch warten in unseren Gräbern. Und nun ruhe ich. Okay. Oh, aber ich denke, das war die richtige Entscheidung. Doch schon. Ich hätte mich sonst nur schlecht gefühlt. Und wir kriegen jetzt hier... Wo sind denn all die Schätze? Wo ist das Gold? Und all die Schätze hier. Und ich kann wieder nichts einsammeln, ne? Toll. Das freut mich natürlich. Super. Ich kann nichts loswerden. Ich müsste tatsächlich erstmal hier... wegreisen und nochmal wiederkommen. Und eigentlich bietet es sich auch an. Es sei denn... Ja, ich habe keinen Quest. Genau, das ist die Frage, ob ich jetzt nochmal einen neuen Quest anfange oder das lieber direkt im nächsten Part mache. Und ich denke, so mache ich das lieber mal, dass ich jetzt meinen Kram hier wieder sortiere und nach weiteren Schätzen nochmal mich umgucke. Und aber es sieht irgendwie... Sieht gar nicht so schatzmäßig geil hier aus. Finde gar nicht so viel hier. Ja gut, ich habe noch nicht die ganze Höhle durchforstet.
Aber gut, wir haben wieder einen Quest geschafft, immerhin. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur im nächsten Quest. Bis dann!